Hallo und herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Ich stehe hier gerade im Revier für Hunde gemeinsam mit der Lisa. Hi Lisa. Hallo. Und mit der Sky. Schaut mal hier. Das ist die Sky. Die Sky ist heute zum zweiten Mal im Revier für Hunde und sie kommt zu Einsozialisierung. Sie soll hier in die Gruppe einsozialisiert werden. Das mache ich jetzt gemeinsam mit der Lisa. Und wen nehmen wir mit? Euch. Kommt. Gestern war die Sky auch schon mal hier. Wie lange, Lisa? Ungefähr 20 Minuten. 20 Minuten. Und wie war sie? Super. Also sie hat Power, ne? Sieht man ja auch. Ja. Aber sie hat sich auch super respektvoll gegenüber den souveränen Hunden verhalten. Also es ist echt ganz cool. Gut gelaufen. Cool. Wie schätzt du sie so ein? Sie ist ein Cane Corso, sie ist jung, anderthalb, ein Jahr? Ja, sie ist anderthalb. Okay. Wie gesagt, sie hat Feuer im Popo, aber ansonsten ist sie echt ein feines Mädchen. Also nicht irgendwie zu frech oder so. Okay. Hat sich sehr angemessen verhalten gestern. Super. Ist gut gelaufen. Ich bin natürlich jetzt neugierig. Jetzt ist sie heute zum zweiten Mal hier. Ne, du hübsche Maus. Ich bin ja auch ein Molosser-Fan, ne? Kann ich ja sagen. Ich habe ja früher auch viele Brasileiros und Mastin Neapolitano gehabt. Und jetzt bin ich mal neugierig, wie die Sky sich verhält, wenn wir einen Hund hier reinlassen. Also gestern war ich nicht dabei, aber heute bin ich dabei mit euch zusammen. Also, los geht's. Und ich lasse mal jemanden rein. Ja, super. Soll ich sie denn jetzt ableinen oder bleibt sie an der Leine? Du kannst sie zum Üben auch noch einen Augenblick dran lassen, dass sie erstmal in Ruhe hier ankommt beim ersten super. Hund. Und dann machen wir ihr, sie gleich ab. Dann kann ich auch noch ein bisschen was lernen von der Lisa. Ist auch super, oder? Geht die nur in den Menschen? Da hat aber einer Feuer im Hintern. Hoi, hoi, hoi. Okay. Ja, also hier ist schon echt ein richtiges Kraftpaket an der Leine, wie ihr seht. Und sie soll jetzt erstmal lernen, abzuwarten. Der Simba kommt ja im Halbmond, ne? Also der kommt nicht frontal auf die Sky zu, sondern er fragt auch bei Lisa nach. Und die Sky soll halt jetzt angemessen Simba kennenlernen. Ne? Ich lasse die Leine ein bisschen locker, ein bisschen. Jetzt fängt sie an. Genau. Ne? Sie soll sich halt Alternativen suchen und nicht frontal auf Simba zulaufen. Aber sie ist schon mit viel überschüssiger Energie am Start. Aber das macht sie jetzt super. Ne? Jetzt versucht sie gerade, dem Simba etwas ruhiger zu begegnen. Und er kommt schon seit, ich glaube, 7 Jahren hier ins Revier für Hunde. Und der ist echt cool. Der ist richtig cool. Er macht es richtig. Schaut mal. Er geht jetzt weg und signalisiert ihr, hör mal, wenn du mich kennenlernen willst, dann bitte mit angemessenem Verhalten. So, jetzt gehe ich mal hinterher. Und jetzt fängt sie schon an, sich der Energie von Simba anzupassen. Jetzt ist Simba nicht mehr ganz so interessant. Ich mag ja solche Momente und ich mag es vor allen Dingen, wenn ich euch mitnehmen kann, weil das so interessant ist. Ne? Ich meine, der Hund kommt jetzt zum zweiten Mal hier hin. Er vermisst seine Menschen nicht. Und für mich ist jetzt der Moment, wo ich die Sky ableine. Warum? Simba ist hinten rüber gegangen, sie verhält sich angemessen, sie wird ein bisschen ruhiger und wäre jetzt auch, hallo Maus, wäre jetzt auch ansprechbar. Und deshalb leine ich sie jetzt mal ab und dann schauen wir mal, was sie denn mit Simba so vorhat. Oder? Jawohl. Ja, alles klar. Lisa ist auch der Meinung. Dann, hey, sit. Good girl. Good girl. Man muss dazu sagen, die Besitzer sprechen Englisch. Deshalb habe ich jetzt mit ihr Englisch gesprochen. So, and go. Yeah. Super. 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 Ja. Ah. Ja, fein, da kommt sie. Guck da. Oh. Ja, und du als Gentleman, ne? Ja, genau, du als Gentleman. Macht er ganz toll, super. Wie cool er ist und wie ruhig. Und diese Ruhe überträgt er natürlich auf die Sky. Da hinten stehen übrigens auch noch andere Hunde und auch noch zwei Revierler, nämlich die Sarah und die Jana. Süßes Bild, oder? Mit so vielen Hunden.
Und wie die warten da hinten. Jeder möchte am liebsten rüber. Ja, wen würdet ihr denn jetzt noch rüberlassen? Wer käme denn noch in Frage? Lisa, sag mal. Zum Beispiel Diego. Erstmal was Ruhiges, ne? Damit okay. sie eben lernt, hier auch in Ruhe anzukommen. Okay. Dann vielleicht noch den Barry. Jetzt kommt der Diego rüber, auch ein erfahrener Rüde. Der kommt auch schon jahrelang hier ins Revier. Der Barry, der kommt auch schon, ich glaube, 8, 9 Jahre hierhin. Und diese zwei Rüden sind sehr, sehr, sehr souverän und sehr stabil. Und die kommen jetzt auch rein. Okay, dann mal den Diego. So. Ne, was ich erwartet habe, der Diego ist auch ein souveräner, cooler Rüde, der jetzt nicht hier reinkommt und sagt, hi, ist geil, lass uns toben, sondern erstmal ankommen. Sehr schön. Macht sie super. Ja, ne? Oder? Das macht sie echt schon cool. Sie merkt das ja auch. Ne? Mit wem kann man toben, mit wem verhält man sich eher etwas ruhiger? Ich finde ja gerade bei solchen Rassen enorm wichtig, dass sie viel Kontakt zu Artgenossen bekommen. Warum? Es gibt auch Menschen, die haben Angst vor diesen Hunden, weil ja, diese Rassen sind oft verrufen. Ne? Da, ob das jetzt die Bull Terrier sind, ob das jetzt die Molosser sind, ob das jetzt überhaupt größere Hunde sind, kräftige Hunde sind, da haben viele Leute beim Spaziergang schlichtweg Angst. Und wenn dann so ein Hund kommt an der Leine und baut sich so auf, dann wollen viele Menschen nicht, dass sie Kontakt, dass dieser Hund Kontakt mit Artgenossen aufnimmt. Und das ist fatal, weil dann kann die Skye niemals lernen, wie sie sich gegenüber Hunden zu verhalten hat. Deshalb freue ich mich immer, wenn auch solche Hunderassen hier ins Revier kommen. So, dann den Barry bitte mal. Jetzt kommt der nächste große, kräftige Rüde. Hallo Barry! Hallo, mein Großer. Komm rein, Stinky. Ja, super. Ne? Also die Skye begegnet hier jetzt gerade dreimal geballte, ruhige Revierenergie. Ganz coole Hunde. Und damit wird diese Situation so etwas auch entspannt. Schaut mal, die ganze Körpersprache ist jetzt nicht mehr so aufgewühlt, sondern sie kommt immer mehr runter. Sie kommt ein bisschen mehr zur Ruhe. Ah, oh, das ist aber auch schön hier, oder, Schatz? Ha, Skye? Gefällt dir das, Mäuschen? Ja, ist toll hier im Revier. Ne? Merkt ihr, wie schnell sie hochfährt? Guckt mal, wenn ich jetzt mache, hey, 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 zack, habt ihr den Hund sofort oben. Mach ich so? Macht der Hund auch so? Bei solchen Hunden, die auch noch so jung sind, gilt es, auch immer wieder Ruhe reinzubringen. Sehr wichtig. Den Baloo hätte ich gern. Hört mal, der Baloo, ne? Knuttert gerade so ein bisschen rum. Baloo, komm mal rein. Mach mal nicht so eine Welle hier. Komm. So, jetzt. Aha. Simba? Ich habe jetzt den Simba und den Diego schon mal rausgelassen, weil hier kommt jetzt eine andere Stimmung rein und da sollen die Old Stars hier ruhig mal von der Bühne runtergehen. Spannend, eine ganz andere Reaktion ihm jetzt, weil er auch nicht ganz so souverän ist wie die anderen. Das ist cool. Da reagiert sie direkt ein bisschen aufgehört. Ja, mega. Mega, Skye. Das ist auch hier auch ein Hundeparadies, oder? Toll. Jetzt könnt ihr sehen, guckt mal. Jetzt kann sie mal so ein bisschen ihre Energie rauslassen. Ach ja, da ist richtig Power drin, ne? Oho, ja! Sehr schön. Hat so ein bisschen die Bürste stehen, seht ihr das? Sehr, sehr aufgeregt. Und ich werde jetzt mal versuchen, ob man sie auch aus so einer Situation rausholen kann. Ja, super. Skye. Seht ihr? Die Hunde sind, wenn ihr jetzt zum Beispiel beim Spaziergang unterwegs wärt und habt so einen Hund, der so einen Bock auf Artgenossen hat, dann hören viele Hunde schlichtweg nicht mehr. Da braucht man wirklich Ruhe und die nötige Konsequenz, um dann den Hund im richtigen Augenblick rauszurufen und mal wieder in die Ruhe zu bringen. Aber verzweifelt nicht, ne? Braucht alles seine Zeit.
Super, habt ihr gesehen? Lisa hat sie im richtigen Moment mal rausgenommen, aus der Situation mal abgerufen. Jetzt ist sie sehr aufgeregt. Jetzt kann man sie auch mal kurz an die Leine nehmen. Schaut mal. So, das geht los. Und jetzt gilt es, das könnt ihr euch merken, wenn der Hund so drüber ist irgendwann, dann bringt ihr mit eurer Ruhe den Hund in die Ruhe. Bitte nicht zutexten. Ruhig bleiben. Gleichmäßig atmen. Abwarten. Abwarten. Ihr könnt das übertragen übrigens. Ne? Ihr könnt diese Ruhe übertragen. Habt nur Geduld. Ne? Ihr müsst nicht ungeduldig sein. Ne? Wenn sie jetzt so aufsteht und macht wieder hier so eine Welle, dann wartet einfach mal. Was ich mache, ist nicht wirklich viel. Ich rede nicht mit dem Hund. Ich fasse ihn nicht an. Und lasse mich nicht auf die Energie von Sky ein. Sondern bleibe selber in meiner ruhigen Energie. Das ist das Beste, was man dann machen kann. Kurze Signale setzen. Und abwarten. Und dieses Abschütteln ist immer auch wieder Stress. Ne? Also sie will jetzt bestimmen, und das macht sie nicht seit gestern, das hat sie bestimmt zu Hause gelernt, dass sie ihren Kopf durchsetzt. Und ich sag euch, Molosse haben echt einen dicken Schädel. Ne? Und wieder abwarten. Sich bloß nicht anstecken lassen. Ihr merkt, ich mache diese Pausen auch und bringe sie dazu, dass sie lernt, sich mir anzupassen. Und das übertragen wir natürlich dann auch wieder auf die Hundehalter. Das ist auch wichtig. Also man kommt nicht nur ins Revier für Hunde, um zu toben und hier Vollgas zu geben, sondern hier lernt man auch, Pausen einzuhalten und abzuwarten, Grenzen einzuhalten. Und wer Grenzen einhält, okay, der hat auch Freiheiten. Interessant, oder? Ihr konntet jetzt beobachten, wie verschiedene Hunde auf Sky reagieren und wie Sky auf die anderen Hunde reagiert. Da hinten steht ein Hund am Zaun, am Türchen, der wartet schon die ganze Zeit auf seinen Einsatz. Und das ist meine Molly. Und wer sie kennt, der weiß ganz genau, Molly macht keine halben Sachen. Sky soll ja hier in die Hundetagesstätte kommen und sie soll in der großen Gruppe von 30, 40 Hunden laufen. Wenn sie dann so ein Verhalten wie eben zeigt, also dieses Überschüssige, dann kann das auch Stress geben. Und deshalb gibt es solche Hunde wie Molly, die sofort von Anfang an klar machen, hey, hier gibt es halt auch Regeln und die hast du einzuhalten, Sky. Deshalb lasse ich jetzt mal die Meisterin der Kommunikation zu Sky, Molly. Also Molly macht ungerne halbe Sachen, die ich bereits erwähnt habe. Und sie hatte auch keinen Bock drauf, dass hier ein Hund in die Hundetagesstätte kommt, der dann die ganze Zeit wie so ein aufgescheuchtes Huhn oder wie so ein Bulldozer hier durchs Revier rennt. Wir haben ja auch viele kleine Hunde, das muss man auch bedenken. Ne? Also wirklich Hunde, die gerade mal 3-4 Kilogramm sind. Und wenn die Sky da drüber rennt, das kann in die Hose gehen. Und darum muss sie lernen, so wie jetzt, dass sie sich auch ruhiger verhalten soll und darf. Und die Ansage von Molly, diese Ansage hat auf jeden Fall schon mal gewirkt. Schaut, da geht's weiter. Molly! Jawohl! Molly hat sehr schnell klar gemacht, wo die Grenzen sind. Also Sky konnte nicht hier reinkommen und direkt erstmal über Molly drüber rennen, sondern Molly hat gesagt, bitte vorsichtig bei mir. Ich bin kleiner als du und ich bin die Chefin hier. Also hast du dich meiner Energie anzupassen. Und das ist auch enorm wichtig, gerade für solche Hunde, die so voller Energie stecken. Und Lisa, was sagst du? Ja, ist noch ein kleiner Weg, ne?
Das mit dem Energielevel müssen wir noch ein bisschen üben. Ja. Aber ja, dafür machen wir auch mehrere Termine, damit Super. Sie sich hier einfinden kann. Heißt also, gestern war der Termin wahrscheinlich 30 Minuten. Genau. Heute? Dreiviertel Stunde bis Stunde. Okay, also und immer wieder so ein bisschen, dann 2 Hunde, 3 Hunde, 5 Hunde. Genau, und dann eben immer das Abrufen zwischendurch üben, auch abbrechen von so Situationen wie eben, ne, ja. wenn es so ein bisschen zu viel ist. Super. Damit sie das erstmal im kleinen Rahmen lernt und ja. nachher geht man dann auf die große Wiese und dann ja, hat man noch ein bisschen mehr Freiraum. Wenn wir dabei sein dürften, wenn sie das erste Mal auf die große Wiese geht, wenn zufälligerweise mein Kamerateam nicht dabei ist, dann begleite ich es mit dem Handy, damit ihr seht, ja, wie verhält die Sky sich, wenn es auf die große Wiese geht mit ganz vielen Hunden. Wir halten euch auf dem Laufenden, wir bleiben dran, wir bleiben bei der Geschichte mit Sky, wenn sie hier im Revier für Hunde einsozialisiert wird. Okay? Und ihr seid auch dabei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn ja, dann abonniert doch meinen Kanal und klickt hier unten und seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt, Sky wird im Revier für Hunde einsozialisiert. Okay? Ja, dann dir noch viel Spaß. Da kommt wieder eine Ansage. Super. Also, da kann man noch viel lernen, Sky. Guck da. Ja, ja, da kann man noch viel lernen von der Molly. Da kannst du dir noch ein paar Scheiben von abschneiden. So. Also dann, ihr Lieben, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.